Hallo zusammen. Draußen ist es einfach zu kalt, um weiterzumachen. Heute Morgen hat es geschneit. Aber wir haben gute Nachrichten. Und zwar sind die ersten Teile für die Karosserie angekommen. Mal wieder 4 Pakete. Ich packe die mal schnell aus. Dann gucken wir mal, wo wir die verbauen können. Wenn ich es schaffe, dann blende ich irgendwie so Sachen ein, wo die Teile hingehören. Weil sonst versteht das der Otto-Normalverbraucher nicht. Das ist jetzt die Bestellung von einem britischen Teilelieferer, die nur Metallsachen machen. Das meiste sind Alu-Teile, deswegen verhältnismäßig leicht. Noch eins. Und das größte zeige ich gar nicht. Das größte steht da an der Wand, das ist die Bodenplatte. Die hole ich ganz am Ende. So, die sind so komisch eingepackt, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist die B-Säule, also auf jeder Seite, weil die bei uns unten durchgerostet sind. Und das hier ist die C-Säule. Das ist diese markante C-Säule, die beim Defender hinter der zweiten Tür sitzt. Da hatten wir hier so ganz große Löcher oder haben noch ganz große Löcher durchgefressen auf beiden Seiten. Und bevor wir jetzt hier irgendwie Bleche einsetzen und wer weiß, wie die innen aussehen, wenn das hier unten schon durchgefressen ist. Das gleiche bei der B-Säule. Die besteht aus 2 Blechen, die aneinander geschweißt sind. Und unten sitzen die dann auf einer Schiene, die mit der C-Säule dann zusammengehört. Genau. Mal gucken, wie man das repariert. Nächstes Paket. So, das sieht interessant aus. Was haben wir hier? Mehr Klebeband. Damit wird das Türschloss von der zweiten Türreihe fixiert. Das sind so verzinkte Winkel, die unter der C-Säule sitzen. Das sind Verstärkungswinkel aus der Karosserie-Ecke hinten rechts und hinten links aus den Kotflügeln. Die sitzen sozusagen auf Höhe der Stoßstange und halten die beiden Bleche von den Kotflügeln zusammen. Die waren bei uns überhaupt nicht mehr vorhanden. Das sind 10 Meter Isolierband, selbstklebend, um unterschiedliche Metalle voneinander zu trennen. Das sind so Aluleisten, die die Mudflaps halten, beziehungsweise den Kotflügel so von der Karosserie weghalten. Das gleiche für den Kotflügel vorne von der Spritzwand weg. Das hier sind Gummi, so schwarze Gummipuffer. Die sind dafür da, um den Kofferraum, der auf dem Chassis aufliegt, zu puffern. Davon waren bei uns nur noch 4 oder 5 da und total verhärtet. Die sind jetzt wieder ein bisschen pufferig. Ich glaube, da fehlen uns 2 Stück. Wir haben nur 8 und ich glaube, man braucht 10. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Was ist das? Das ist extrem dickes Isotape sozusagen. So unterschiedliche Maße. Da sind schon Löcher dran und so. Das ist ein Puffer, der komplett das Chassis von der Karosserie abtrennt. Weil durch diese Alu-Stahlkonstruktion halt irgendwie das Alu extrem leidet. Das sind Bleche von der Wanne, von der Heckwanne. Und zwar ist darauf eigentlich die hintere Sitzreihe. Und das ist dieser 45-Grad-Winkel, der da hochgeht. Der war bei uns hier unten ausgeschlagen, die Löcher waren alle durchgesalzt. Damit das Ganze wieder stabil wird, haben wir jetzt hier neues Aluminium. Noch mehr Aluminium. Ich blende es mal hier so ein. Das kommt im Endeffekt, glaube ich, so. Für die Spritzwand.
noch mehr Isotape, dieses Mal etwas dicker. Das ist eine Vertiefung der Mittelkonsole. Also darauf sitzt eigentlich die Cubbybox an der Stelle, das ist zwischen den beiden Sitzen. Darunter sitzt das Getriebe und eigentlich ist da nur so eine Platte, vorne kommt ein Kabelbaum raus. Und was wir jetzt machen wollten, ist, es gibt diese Vertiefungen dafür, eben um den Platz zu nutzen, dass man da noch ein bisschen mehr Stauraum rausbekommt. Und darauf dann die Cubbybox, die Mittelkonsolen oder diese Armbox, die man aufmachen kann. Der Mid-Cross-Member, nee, stimmt gar nicht, der letzte große Cross-Member von der Heckwanne, der sitzt sozusagen unter der Stufe von der Heckwanne sitzt der, wo es in den Fußraum von der zweiten Sitzreihe geht. So, das hier ist ein absolutes Problemkind. Das ist eine Aluleiste, die liegt auch sehr wenig. Und zwar, müsst ihr euch vorstellen, da sitzt hier die Tür drin, hier ist die linke Seite vom Kotflügel und da die rechte. Und man schlägt hier sozusagen die Tür. Das ist die Türschwelle von der Hecktür und die geht von ganz links nach ganz rechts. Also genau so breit ist auch das Auto. Und die wollten wir eigentlich reparieren. Die waren eigentlich bei uns. Hatte die hier einen Schlag, war nach oben verbogen und nach vorne von diesem Unfallschaden. Dann wollten wir es zurückbiegen und wer Alu schon mal gebogen hat, dann ist es gebrochen. Da haben wir uns überlegt, ob wir es wieder unter Zug zusammenbiegen und dann irgendwie anpunkten und durchschweißen. Aber es ist Alu und es ist 20 Jahre alt. Das Ding kostet 20 Euro, glaube ich. Das tut man sich eigentlich nicht an. Deswegen auch das in neu. Das hier ist etwas, was wir nur durch das neue Chassis benötigen. Da wir ein Chassis mit einem neueren Baujahr haben, ist die Aufnahme von der Karosserie am Heck anders geworden. Dafür braucht man so eine Verbindungsstrebe. Das ist fettig. Und das ist genau die. Da haben wir überlegt, die selber zu machen. Aber für 20 Pounds macht man das nicht selber, ne? Vor allem ist es verzinkt. Bleibt es natürlich nicht. Wird genauso schwarz wie alles andere auch, nachdem es entfettet wurde. Das kann ich auch gar nicht weglegen, weil es so... Boah. Klasse. Alu-Winkel. Das sind Verstärkungswinkel, die am Kotflügel rechts und links hinten sitzen und sozusagen diesen langen Ausläufer von dem Kotflügel halten. Die waren bei uns verbogen, haben dadurch aber trotzdem die Heckwanne noch gehalten, zusammengehalten, weil da war unten die Karosserie bei uns komplett durch. Das hier ist jetzt aber der Mid-Cross-Member. Das ist der Adapter, der hinten auf dem Rahmen drauf sitzt und sozusagen die... Ich glaube, die C-Säule fixiert hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich nochmal in die Explosionszeichnung gucken. Da dran ist auf jeden Fall... Nee, es hält nicht nur die C-Säule, es hält nämlich auch die Stufe. Diese große andere verzinkte Leiste, die sitzt sozusagen circa hier. Und das Ding ist der Ausleger vom Rahmen dafür, um das zu halten. So war das. Das wollten wir eigentlich unseres noch zum Sandstrahler geben. Aber das Ding kostet 40 Euro. Der Sandstrahler hätte wahrscheinlich für das Ding 20 Euro gekostet. Und man hat hier einen Hohlraum drin. Der ist jetzt hier einwandfrei mit verzinkt. Bei unserem hätte ich Angst bekommen, dass wir es überhaupt sauber bekommen. Und unseres ist schon stark verrostet. Insofern ist das bestimmt nicht verkehrt. Da sind eigentlich so Winkel drauf. So. Und die sind da festgeschweißt, damit man das ausbauen kann, ohne die komplette Heckwanne runterzuheben, gibt es das auch in verschraubt. Nicht, dass wir das jemals dann nochmal tun wollen, aber wer weiß.
So, das wird das spannendste zu reparierende Teil. Und zwar sind das die Sills, die Verbindungsstrebe zwischen A-Säule, B-Säule und C-Säule, also die untere Türleiste sozusagen. Auf denen wird irgendwo hier die B-Säule befestigt. Das sieht dann, boah, irgendwie vielleicht so aus. Und darauf kommt dann die Verlängerung von der B-Säule. Das wird richtig lustig zu schweißen. Und die C-Säule, das wird dazu relativ einfach. Die kommt nämlich hier hinten rauf. Und da sieht man schon, wie es wird. Ne? Hier die B-Säule, erste Tür, zweite Tür. Ich wäre froh, wenn es schon gemacht wäre. Ne? Eine Seite. Zweite Seite. Kannst du mal kurz zeigen, ne? Also über die Qualität kann man hier wirklich nicht mehr meckern. Das ist 1A geschweißt. Nochmal extra schön, teilweise ein bisschen nachgeschliffen. Aber die Schweißnähte sind super. Und ist auch noch viel stabiler gefertigt als original. Letztes Paket. Die große Platte hier, die man so shiny sieht, ist der Kofferraumboden. Das hier sind die seitlichen Ausläufer vom Kofferraumboden. Diese Streben, das sind die Teile, die den von unten längs stabilisieren. Die Querstabilisierung behalten wir, die ist gesandstrahlt und lackiert. Davon gibt es drei Stück. Das ist so eine kantige Leiste, hier man sieht so ein bisschen. Das ist die Verlängerung vom Kofferraumboden. Da macht er hinten so eine ganz kleine Stufe, bevor er dann diese lange Leiste, die ich vorne irgendwie gezeigt habe, verbindet. Und da schließt sozusagen auch die Tür rein. Das ist die Stufe hinten, die am Ende vom Kofferraumboden sitzt. Die bei uns, das war das, was bei uns am meisten kaputt war. Da waren hier teilweise so große Löcher drin, teilweise abgebrochen, richtig schlimm. Richtig gut, dass das neu ist. Richtig, richtig gut. Und das ist der neue Kofferraumboden. Wir haben jetzt ein stärkeres Material genommen, auch wenn es natürlich dann anderthalbmal so viel wiegt. Und zwar statt 2 mm 3 mm. Aber mit der Hoffnung, dass das weniger schwingt, weniger Lärm macht. Vielleicht ein bisschen mehr isoliert, aber das wird nicht viel sein bei Aluminium. Aber vor allem, dass es nicht so schnell wieder durchrottet, weil da hatten wir hier ja so große Löcher drin. Das passiert jetzt hier hoffentlich nicht mehr, wenn wir das vor allem auch noch schön von allen anderen Sachen abtrennen. So, das war das nächste große Teil des Special. Lisa leider nicht dabei, aber dafür nächstes Mal. Sie darf die nächsten Teile auspacken. Wir haben jetzt hier fast alle Teile, die die Karosserie ersetzen. Es fehlen noch so ein paar Bleche von den Kotflügeln und so. Mit den Türen wissen wir auch noch nicht. Außer die Hecktür, die kommt auf den Müll. Aber von den Schweißarbeiten, die getan werden müssen, haben wir jetzt alles da, um anfangen zu können. Jetzt heißt es erstmal vorbereiten fürs Schweißen. Das wird jetzt noch mal ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgefiebert. Das war doch schon irgendwie eine interessantere Bestellung jetzt. Und von der Qualität bin ich sehr überzeugt. Also das, was ich jetzt auf den ersten Punkt sehe, das ist schon ganz schön cooles Zeug, was wir hier haben. Kostet natürlich auch dementsprechend, ne? Aber schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.